Und dann habe ich eine Anzeige hier im Inselmagazin aufgegeben. Und die war so drollig. Ich habe gesagt, was ist das für ein Vogel? Sie hat mich auch gesehen. Nicht reden. Frisch verheiratet, aber Ja. fast wie ein altes Ehepaar. Hast du die schon so gekauft? Nein, ich habe das alles umgefärbt. Also das war ein ganz hässliches Gelb, das hatte ich weiß gemacht. Und alle Geländer waren grün, die habe ich dann in unterschiedlichen Blautönen bestrichen. Würdest du dich denn wieder entscheiden, nach Teneriffa zu kommen mit den Erfahrungen, die du Ja, jetzt hast? klar, natürlich. Sie haben sich nicht nur in Teneriffa, sondern auch ineinander verliebt. Und waren sich bereits nach 2 Monaten sicher, wir wollen heiraten. Die Liebesgeschichte von Gundi und Rolf beginnt in Gundis Finca Kunterbunt, in den Bergen von Icod de los Vinos. So wie einst Rolf läuten auch wir heute die Glocke und dürfen in Gundis Finca noch eine zweite große Liebe kennenlernen. Ihre Liebe zur Kunst. Deutschland Kunst studiert, habe Sonderpädagogik unterrichtet und hobbymäßig mich immer mit Kunst auseinandergesetzt oder auch selber gestaltet. Und seit vor mehr als 10 Jahren habe ich angefangen, Trash Art zu machen mit den Sachen, die ich an der Nordsee gefunden habe. Und das ist ein ganz besonderes Bild, weil das heißt From Ganesha to Ganesha. Ich habe am Meer nichts gefunden, aber da war ein Altar zu Ehren von Ganesha aufgebaut am Strand und habe ich dann dieses Seil geklaut. Ich habe dafür ein bisschen Geld reingelegt und deshalb heißt das From Ganesha to Ganesha. So, das hier. Mal gucken, wie ich das. Das ist einfach nur ein Seepferdchen. Heißt Rider on the Storm. Die Frau heißt Nutella. Und das Kleid habe ich aus einem Stück gemacht, aus einem Stück Netz. Habe ich auch schon selber getragen auf so Festivals. Cool. Ja. Ich bin 2017 hier hingekommen, weil ich mich in die Finca verliebt habe und in Teneriffa. Dann musste ich einfach hier hin. Und nachdem ich dann 5 Jahre alleine war, habe ich gedacht, ich könnte mal mich eigentlich auch mal nach einem Mann, meine Freundin schauen. Ist an der Zeit, aber nur alleine sein ist ja auch nichts. Und da sind im Prinzip deine Schwiegereltern schuld, dass wir uns kennengelernt haben. Das ist dann so weitergegangen. Ja, die haben Gundi gezwungen, antwortet doch mal auf meine Anzeige. So, Du hast eine Anzeige gestaltet, ich spannend. bin seit 21 hier auf Teneriffa. Vorher ging es nicht wegen Corona. Und ja, dann habe ich hier mal so ein bisschen hin und her. Ich habe hier so dies und das angeguckt so. Und ich kannte ja dann auch keinen. Groß, dann habe ich meine Papiere gemacht, so teilweise noch mit Hilfe. Und dann habe ich eine Anzeige hier im Inselmagazin aufgegeben. Und die war so drollig. Ich habe gedacht, was ist das für ein Vogel? Danke. Gesellschaft spielen und irgendwie. Und ich gedacht, was meint ihr denn für Gesellschaft? Ja. Ja, weil das kenne ich von Deutschland so in der Gruppe, so mal bei dem oder in einer Kneipe, je nachdem, irgendwie einen Spieleabend machen oder mal Billard spielen gehen oder mal essen gehen, so in einer Gruppe. Und sowas habe ich gedacht, gibt es ja auch. Ja. Ja, und dann habe ich die Anzeige so in die Zeitung gesetzt. Und 4 Wochen später, Ich habe ihn angerufen. ein, zwei Tage später, wäre die Anzeige raus gewesen, weil die hält nur 4 Wochen. Und dann hat sie angerufen. Ja, und dann war das ganz lustig. Erstmal hat er was hier oben gefunden. Das stimmt nämlich kaum jemand. Da bin ich mal ein Taxifahrer. Und dann stand er vor mir da mit Cowboy-Hut. Und ich war sofort weg. Ich war sofort hin und weg. Da war schon passiert. War schon alles gelaufen. Ne? So ungefähr. Und dann habe ich nur noch gesagt, ich muss dich aber erstmal beriechen, ob ich dich auch riechen kann. Dann stand sie da hinterm Zaun wie in so einem Käfig und hat den. Ja. Ja, und dann durfte ich rein zum Kaffee trinken. Ja. Schön. Und habt ihr bislang mal ein Gesellschaftsspiel gespielt? Nein, das eigentlich. Ja, wir Noch ein haben paar. das hier.
Ja. Ich habe hier so ein paar von zu Hause mitgebracht und habe dann mich ärgerlich und ich weiß nicht was, ne? Ein Kartenspielen. Und dann war ihr das so langweilig, dann haben wir 5 Cent oder 10 Cent eingesetzt für so ein Kartenspiel und das kommt dann in den Topf und ne? Da sind wir bei insgesamt innerhalb von 1,5 Jahren bei jeder im Durchschnitt 2 Euro sowas. Ich habe gesagt, wenn ich 100.000 zusammen habe von dir, dann kaufe ich dir was Schönes. Das wird nie passieren. Ja, wer weiß. Hm? Ihr habt ja geplant, ein Leben lang tatsächlich zusammen zu bleiben. Ja, richtig. Ja. Ist so die Planung. Obwohl, wir haben schon die ein oder andere Höhe und Tiefe, weil wenn man noch 2 Monate sich entscheidet zu haben, ist das natürlich sehr früh. Ne? 2 Monate. Aber no risk, no fun. Ja. Wer hat sich entschieden, nach 2 Monaten die Frage zu stellen? Ich habe gefragt. Schön. Und sie hat ja gesagt. Ja. Und dann ging es los. Das zum Thema Auswandern oder auch nicht. Da habe ich dann so mal geguckt, wie macht man, was macht man. Ich hatte von meiner Krankenkasse von Deutschland so ein dickes Paket für die Auslandskrankenkasse. Wie, was, warum? Das habe ich bis heute noch nicht durchgekriegt. Ich hatte nichts zu tun. Dann kommt es an die Papiere. Da gibt es auch Leute, die das für einen übernehmen. Aber man muss ja selber wissen, was man möchte. Und dann muss man nach Deutschland hinschreiben. Sie war verheiratet schon mal. Sie braucht die alten Ehesachen, das Stammbuch und so weiter. Und ich brauche ein Ehefähigkeitszeugnis. Aha, was denn? Damit das Konsulat bestätigen kann. Kann der ja auch nicht, aber ich muss ja eidesstattlich erklären, dass ich noch nie verheiratet war. Also kann ich auch so eine Urkunde nicht nachweisen. Mhm. Also bei mir reichte dann das vom Konsulat. Wir mussten also nach Gran Canaria. Und mein Originalauszug aus der Geburtsurkunde, was eben so international ist. Mhm. Brauchte ich auch und die Bescheinigung, dass ich schon beschieden bin. War ein ganzer Haufen an Kram. Mhm. Und hat dann auch entsprechend gedauert. Ja. Und deshalb haben wir dann auch erst am 1.4. heiraten können. Schön. Mhm. Und dann am Samstag ist ja in Deutschland auch nicht üblich. Achso, das Standesamt samstags auch. Der Bürgermeister von Dietrich war dabei mit seiner Sekretärin. Der hat das gemacht. Auf Spanisch, aber auf Spanisch, ja. Okay. Alles auf Spanisch. Ja. Und irgendwelche Liebesgedichte, Liebesgeschichten. Wo ich natürlich nur die Hälfte von verstanden habe. Ich habe da gar nichts von verstanden. An dem Moment, wo es dann. Macht man auch Ringe tauschen tatsächlich? Ja, mhm. Aber. Ich musste so lachen. Weil der Ring nicht drauf ist. Ich hatte mir vorher hier den Finger geklappt. Ich habe da was draußen repariert und dann war der Finger dick. Dann hat dieser nicht drauf gepasst. Da hatte ich dann ich so, einen, Wort gedacht. So einen anderen noch, der ein bisschen größer war. Dann habe ich da zack und dann war der drauf. Und da stand sie da und hat sich nicht eingekriegt. Das ist ein. Das ist dann eben, ich sag mal, unser Hochzeitsfoto. Wir haben das besagte Hochzeitsfoto, wo der Ring nicht auf den Finger passte, wo Gundi ganz herzlich lacht. Und ihr seid doch für ein Star-Prozil gegangen vor Ort? Ja. Wir hätten entweder unten am Meer, hier gibt es einen Strand, der zu Ikott gehört, aber da ist nicht so schön. Dann in Ikott im Rathaus selber, im Haus ist ja auch nicht. Und dann. Und dann Drago. Haben sie uns gefragt, Drago ist hier so ein 1000-jähriger Baum oder was? Das ist das Wahrzeichen von hier. Waren wir da nebenan. Da, sehr schön, ja. Und wie gesagt, der Bürgermeister ist dann angereist, hat es ja nicht weit. Aber der hat das dann gemacht. Sehr, sehr schön. Ja. Und jetzt seid ihr tatsächlich, wie man sich das auch in Deutschland vorstellt, mit Urkunde offiziell verheiratet. Das ist jetzt auch in Deutschland anerkannt, oder? Sehr sicher. Es ist eine internationale, wenn wir in Deutschland irgendwas hätten, dann ist das alles übersetzt hinten drauf. Beziehungsweise die Urkunden in Deutschland und hier sind dieselben, nur hier stehen die Namen, Daten auf Spanisch drauf und in Deutschland stehen sie auf Deutsch drauf. Aber hinten ist alles in 6 oder 12 Sprachen übersetzt. Ja, sehr schön. Also da kein Thema mehr. Das ist auch der Vorteil, wenn man hier innerhalb der EU heiratet. Ganz genau. Ja, wobei wir eigentlich nach Afrika sind. Ja, geografisch sind wir nah in Afrika. Und nicht nur geografisch, auch manchmal so von der Einstellung, denke ich, jetzt schon etwas anders.
Denkst du da an was Spezielles? Interessiert mich ja jetzt, ob du schon mal so ein paar Anekdoten hast, wo du denkst. Nee, ich hab so ein paar Dinge, ich habe mir das aufgeschrieben. Ja. Ich habe gerne so mal hören, was für Erfahrungen. Sie hat gesagt, wir sind. Frisch verheiratet, aber ja. Fast wie ein eigenes Ehepaar. Nein, sie sagt immer, wir sind mal in Afrika und das hat den Grund, weil hier keiner blinkt. Und in Afrika gibt es keine Blinker, deswegen ist das für Afrika. Alles klar. Indem ich hier bin, habe ich angefangen, Mosaike auszuprobieren. Mhm. Das war eines der ersten. Und zwar erinnert das an die mexikanische gefiederte Schlange. Mhm. Ich weiß nicht, ob die kennen. Ich leider nicht, aber vielleicht einer der Zuschauer. Ist so ein Mythos, da geht die Sonne auf und dann sieht man die Schlange. Stimmt hier nicht, weil die Sonne geht nicht irgendwie. Ich habe ein Buch gelesen, Rendezvous mit einem Kraken. Und seitdem stehe ich voll auf Pulpos, auf Kraken, jegliche Art. Ich kann die auch nicht mehr essen. Okay. Ich bin hier verwirklicht. Und da hast du jedes einzelne Mosaik hier aufgeklebt? Ja. Malst du das vorher vor mit Bleistift? Ja, wie kann man sich das vorgemacht. Und dann nimmst du einen Kleber aus dem Bastelladen? Nee, ich weiß gar nicht mehr, welchen Kleber ich hätte. Aber hält auf jeden Fall. Das hält. Andere Sachen fangen an so langsam. Und du hast hier sogar einen Pool im Garten. Schwimmst du oft hier? Ja. Dreimal täglich. Dreimal täglich? Wow. Was haben wir jetzt? Jetzt ist schön. Jetzt haben wir gerade Ende Oktober. Was haben wir da für eine Wassertemperatur? Weißt du das? 17. 17 ist schon gewöhnungsbedürftig, aber ich brauche das einfach. Da wird man schön wach bei. Ja. Guck mal, wie lange ich durchhalte. Schön. Ich bin den ganzen Winter durch. Angefangen, hatte ich eine Zeit lang keine Lust. Und jetzt hilft mir jemand dabei. Toll. Also ein richtiger handwerklicher Künstler. Weil alleine habe ich gemerkt, schaffe ich das nicht. Schön. 10 Meter lang ungefähr. Boah. Und das bleibt hier im Garten oder ist doch das Ziel, das mal zu verkaufen? Nein, bring ich nicht mit. Das bleibt alles hier. Eine Hommage an Antonio Gaudi. Wie habt ihr das denn gemacht? Erstmal die Grundform, also ich sag mal das, was ich unterhalb Steine der... hingelegt. Dann habe ich Maurer kommen lassen, der das zementiert. Wow. Ja. Richtig professionell. Ja. Sehen wir hier einmal von der Gartenfläche deine wunderschöne Finca in der Ferne. Die leuchtet so richtig schön raus, hier weiß aus der grünen Landschaft. Ja. Hast du die schon so gekauft? Nein, ich habe das alles umgefärbt. Also das war ein ganz hässliches Gelb, das habe ich weiß gemacht. Und alle Geländer waren grün, die habe ich dann in unterschiedlichen Blautönen gestrichen. Schön. Ja. Toll geworden. Danke. Damals bewogen, überhaupt nach Teneriffa zu kommen? Ich wollte schon immer mein Alter in sonnigen Gefilden verbringen. Und dann bin ich durch meine Tochter hier hingekommen und habe mich sofort in Teneriffa verliebt, auch in diese Finca. Und dann habe ich alles in die Winkel geleitet. War das damals die erste Finca, die du angeschaut hast? Ja. Wow. Ja. Ich habe mich mehr nur diese Finca gegeben. Schön. Und wurden deine Erwartungen erfüllt, die du vorher an Teneriffa hattest? Das Haus ist ein lebendiger Organismus, das muss man ständig pflegen. Es ist nicht immer irgendwas kaputt, es ist viel Arbeit. Und auch sehr feucht, ne? Das ist halt ein Problem hier. Okay, was tut ihr dagegen, gegen Feuchtigkeit? Ein Feuchter, sonst kannst du nicht viel machen. Würdest du dich denn wieder entscheiden, nach Teneriffa zu kommen mit den Erfahrungen, die du jetzt hast? Ja, natürlich. Ja. Deswegen bleibst du auch? Ja, solange ich kann. Du hast ja vorher in Puerto de la Cruz gelebt und hast da auch nach wie vor noch erstmal die Wohnung. Wie ist denn das Leben dort anders als hier in den Bergen? Hier in den Bergen. In Puerto habe ich alles mehr oder weniger fußläufig. Ich habe einen Arzt in der Nähe, ich habe eine Bank in der Nähe, falls ich Geld brauche. Ich habe mehrere Einkaufsmöglichkeiten direkt um die Ecke, Apotheke und zig Restaurants.
Es ist alles da. Richtung Hafen gibt es auch die ganzen Touristen-Einkaufssachen. Dann habe ich ein großes Einkaufszentrum in der Nähe. Ja, und hier in den Bergen gibt es natürlich nichts. Man muss erst mal vom Berg runter bis nach Ikot. Und da überlegt man sich das schon mal, dass man dann nur einmal die Woche einkaufen geht und am Wochenende dann mal irgendwo im Restaurant, was ich ja jetzt jeden Tag machen könnte. Das ist der Unterschied zwischen hier oben im Berg und unten in der Stadt. Was siehst du denn als Hauptvorteil hier an den Bergen? Ja, hier ist, naja, die Luft nicht unbedingt besser, aber doch schon, weil da unten ist ja Stadt und auch mehr Verkehr. Und hier oben ist fast gar kein Verkehr. Aber die Luft da unten geht auch. Nur in Puerto ist es eben wärmer, weil ja alles mit Häusern bebaut ist und die Wärme hält sich. Und hier ist Wald ringsrum und es ist etwas kühler, gerade im Winter. Das ist so der Unterschied. Super. Aber hier ist auch schön. Liebe Gundi, lieber Rolf, ich danke euch ganz herzlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass ihr euch uns Einblick gegeben habt hier in euer Leben, eure Geschichte vor allen Dingen, super spannend. Und wir haben eben mal kurz darüber gesprochen, über die Spieleabende. Und ihr seid tendenziell ja auch interessiert durchaus noch deutschsprachige, vor allen Dingen Kontakte hier auf Teneriffa. Deutschsprachige. Genau. Ja, international. Ja. Genau, aber Leute, wenn Leute Lust haben, die euch sympathisch finden, die dürfen sich gerne melden und wir stellen dann den Kontakt her. Ja. Ja. Schön, das freut mich. Okay, also ganz, ganz lieben Dank an euch. Ganz lieben Dank auch an euch fürs Zuschauen. Wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt, abonniert sehr gerne den Kanal. Lasst uns einen Daumen hoch da, Gundi und Rolf, vor allem der schönen Kunst von Gundi, gerne den Daumen hoch da lassen. Und ansonsten sage ich vielen Dank, bis zum nächsten Video. Danke, ja, danke. Hat uns auch Spaß gemacht. Genau. War schön. Super. Danke euch.